Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ich werde heute mal so ganz auf die Schnelle meine vordere Walze von meinem Swordman wechseln. Der hat ja eine Glattwalze, eine durchgehende Walze und es gibt als Alternative noch eine gerillte vordere Rolle oder Walze. Ja, warum wechsle ich jetzt diese vordere Rolle? Bleibt dran! Yeah! Ja, liebe Spielmeier-Freaks, ihr fragt euch jetzt, ja, wieso gibt es denn jetzt zwei verschiedene vordere Rollen? Ja, das hat ganz einfachen Grund. Wenn das Gras noch relativ hoch ist, also ich sag mal so ab 10, 15 mm ist das Gras schon relativ hoch. Aus meiner Sicht ist dann eine gerillte Rolle besser als eine Glattrolle. Der Rasenmäher rollt über den Rasen und dabei drückt er die Gräser nach vorne platt. Und jetzt müssen die Gräser sich ganz schnell wieder aufstellen, um dann vom Messer geschnitten zu werden. Und je länger das Gras ist und auch je dünner, je schwächer das Gras ist, desto länger braucht es, um sich wieder aufzustellen. Man kann das so ein bisschen beobachten, wenn man das Gras so in eine Seite drückt und dann die Hand wegnimmt, dann sieht man, wie lang es dann das Gras wieder hochkommt. Auf kurz gemähten Golfplätzen mäht man nur mit der Glattrolle. Auf Fairways und ich sage auch in unseren Regionen würde ich tatsächlich eher mit einer gerillten Rolle mähen. Das ist auch ein bisschen Philosophiesache, weil durch die gerillte Rolle natürlich nicht die Gräser vorne so stark, vor allem nicht alle, so stark in eine Richtung gedrückt werden, bleibt das Gras stehen und kann dann noch besser abgeschnitten werden. Jetzt bauen wir um. So, brauchen wir das Bordwerkzeug vom Swordman, da reicht hier der Schlüssel aus. Hier sind so kleine Muttern, die muss man auf beiden Seiten lösen und dann kann man schon die vordere Rolle tauschen. Also eigentlich ein Kinderspiel. Hier außen die beiden Muttern lösen. Aha, jetzt die dreht mit. Andere Seite. Okay, die löst sich. Muss man nur ein bisschen lösen, dass mal gucken. Ne, man muss sie ganz abschrauben. Okay. Ah ja. Ist ja interessant. Man muss sie ganz abschrauben, Schräubchen nicht verlieren. Und dann die andere Seite lösen. Und jetzt haben wir schon. Ja, es ist nicht alles perfekt beim Swordman. Jetzt haben wir schon ein Problem. Natürlich ist diese kleine Welle hier über Kugellager in der Rolle gelagert. So, und wenn ich natürlich die Schraube lösen will und sie ist festgeschraubt, dann fängt an jetzt hier sich die kleine Welle mitzudrehen. Also hier wäre es optimal, man hätte hier eine kleine Schlüsselfläche, also hier eine angefräste Schlüsselfläche, um jetzt hier auf der Seite, da ist nämlich schön Platz dazwischen, um auf dieser Seite jetzt die Welle festzuhalten. Ich muss jetzt eine Zange holen, um die Welle festzuhalten, damit sie nicht mitdreht. Also kleine Verbesserung, kann ich nur empfehlen, hier eine Schlüsselfläche ranzufräsen und dann kann man hier reinstecken und dann kann man die Muttern perfekt lösen. So, jetzt nehme ich hier die Zange, ein bisschen mit dem Tuch dazwischen und kann die jetzt festhalten, die Welle und die Mutter abschrauben. Nicht verlieren, schon passiert. So, gut. So, jetzt zack. Ah ja, auf der einen Seite raus. Ja, toll, Andreas. Jetzt hast du natürlich die. Naja, gehen wir vor dir wieder hin. Die vordere Walze hat unterschiedlich lange Enden.
das kurze Ende kommt hier in das Loch rein. Zack, das passt gut. Zack, ganz rein drücken und fertig. Ganz nach hinten drücken, ein bisschen aufpassen, gerade gemerkt. Ganz nach hinten drücken, damit die Welle nicht schräg steht. Jetzt haben wir das gleiche Spiel wieder in Grün. Dreht natürlich mit. Hier geht's. Hier dreht sie nicht mit. Jetzt versuchen wir sie hier. Na, hier dreht sie auch jetzt mit. Ja, die Welle dreht mit. Das ist einfach Mist. Das muss ich auch hier beim Festschrauben diese kleine Welle wieder festhalten und kann dann erst vernünftig festschrauben. Das ist noch nicht perfekt. Das ist noch nicht perfekt. Sehr gut. Okay. Ja, Freaks, und jetzt geht's los. Jetzt mähen wir mal eine Runde. Ein letzter Hinweis noch, den ich vergessen habe. Durch diese gerillte vordere Rolle drückt sich der Mäher ein bisschen stärker auf den Boden, durch das Gras durch. Und dadurch verändert sich natürlich ein bisschen auch die Schnitthöhe. Also die Schnitthöhe ist jetzt wahrscheinlich etwas tiefer als mit der Glattrolle, weil die Glattrolle auf dem Rasen mehr aufliegt und die gerillte Rolle mehr in den Rasen reindrückt. Ab geht's! Yeah! Mega, mega. Schönes Gerät. Herrlicher Schnitt hier. Herrlich, schon ordentlich was runtergekommen. Ordentlich. Wahnsinn. Ab und zu tickert's mal. Die Walze ist natürlich auch, das ist eine Aluminiumwalze. Die Walze ist natürlich auch ein bisschen empfindlicher, das sieht man schon, also kleine Steinchen
erzeugen jetzt hier schon auf der Stirnfläche die ersten Kerben. Hier da an der Stelle, da sind schon so kleine Macken drauf, weil das eben auch sehr dünn ist. Das hat immer alles Vor- und Nachteile. Das muss man immer bedenken. Es hat alles immer Vor- und Nachteile. Vorteil ist halt eben längeres Gras, wird nicht so stark runtergedrückt. Das Gras bleibt stehen, kann besser gemäht werden. Das Schnittbild sieht super aus, finde ich. Nachteil ist, weil hier die Auflagefläche nur noch sehr dünn ist, also nur noch so 2-3 mm breit ist, ist natürlich die Aluminiumrolle auch sehr empfindlich. So sieht man schon die kleinen Macken hier jetzt auf der Rolle drauf, durch Steinchen, durch den Sand der Wurmhaufen. Und der letzte Nachteil ist natürlich, hinten ist ja dieser Draht, könnt ihr nochmal in mein anderes Video gucken, dieser Draht, um den Dreck von der Rolle abzustreifen, der funktioniert natürlich nicht so gut. Natürlich hier auf der Stirnfläche funktioniert er, aber wenn sich jetzt Dreck hier in die Rillen reinsetzt, dann bleibt er da auch drin. Die Rillen sind sehr stark V-förmig, das finde ich eigentlich sehr schön. Das sieht richtig gut aus und das Mähbild sieht klasse aus. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, ich freue mich, euer Rasenfreak ist am Start, auch im nächsten Video. Bis denn, tschüss. Hier, und noch ein Hölzchen. Show.